Viele Fitnessbegeisterte sehnen sich nach einem Sixpack. Aber reichen tägliche Sit-ups, um einen Waschbrettbauch zu bekommen? Leider nein. Viel wichtiger ist nämlich die Ernährung. Bauchmuskeln haben wir alle. Ein Sixpack zeigt sich aber erst bei einem Körperfettanteil von rund 10 bis 15%. Diese 4 Tipps können dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Erstens, die Ernährung langfristig umstellen. Blitzdiäten sind nicht alltagstauglich und lösen oft einen Jojo-Effekt aus. Besser ist es, auf Geduld und gesunde, sättigende Lebensmittel zu setzen. Zweitens, eiweißreich essen. Um Muskeln aufzubauen, ist eine proteinreiche Ernährung essentiell. Denn unsere Muskeln bestehen aus den Bausteinen der Eiweiße, nämlich aus Aminosäuren. Der tägliche Bedarf von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht lässt sich durch eine ausgewogene Ernährung in der Regel problemlos decken. Drittens, viel trinken. Wer viel Sport treibt, schwitzt und verliert somit Wasser. Um diesen Verlust auszugleichen, ist es wichtig, genügend zu trinken. Zudem müssen Nieren und Leber mehr leisten, wenn sie sich proteinreich ernähren. Viertens, möglichst zucker- und fettarm essen. Verarbeitete Lebensmittel enthalten häufig eine Menge Zucker und ungesunde Fette. Hier lautet die Devise: Wer selber kocht, weiß auch, was drin steckt. Fettreiche Lebensmittel komplett vom Ernährungsplan zu streichen, ist allerdings auch nicht sinnvoll, denn sie sättigen und enthalten wertvolle Nährstoffe. Gesunde Fette finden sich zum Beispiel in Nüssen, Lachs und Öl. Vergessen sollte man bei allem Ehrgeiz aber eines nicht. Ein Sixpack mag zwar für viele erstrebenswert sein, jeder Körper ist aber anders veranlagt und die Gesundheit sollte immer Priorität haben.